Nicht wirklich. Der Sieger steht, denke ich, schon lange fest. Das wissen wir doch mittlerweile schon, Jeff. Herzlich willkommen zurück zum Let's Play The Crew Motorfest, Folge 34. 24-Stunden-Wettbewerbe gehören zu den besten Motorsport-Events der Geschichte. Ausdauerrennen. Oh, das ist schön. Weißt du schon, worauf ich hinaus will? Richtig geraten. Das nächste Rennen wird eines der härtesten. Es dauert zwar keine 24 Stunden, aber lange genug, um nachzudenken. So, okay. Mal gucken, wie lange wir da unterwegs sind. Und wie viele Boxenstopper wir machen müssen. Wow, Bugatti Bolide. Tolles Auto. Ziel beende das Event. Naja. Anspruch ist natürlich zu gewinnen, nicht? Das ist mal ganz klar. Ja, auch nur 5 Runden. Vielleicht dachte ich, es ist ein bisschen länger, aber nö. Es ist ein Ausdauerrennen mit langen Runden und mehr Boxenstopps. Deine Strategie. Okay, lange Runden ist natürlich dann wieder. Ah, ich feiere den Wagen, ne? Aber es endet im Dunkeln. Pass auf, du wirst die Strecke ganz anders wahrnehmen. Es endet im Dunkeln, ist natürlich auch geil, dynamisch. Ja, ich werde 2 Boxenstops diesmal machen, alle 2 Runden. Das glaube ich kaum. Also wenn die Kurve einen Wagen Vollgas macht, dann ist es ja wohl ein Alpha Grand Prix. Ja. Das ist die 2. Jetzt schon nicht mehr rum, ne? Deine Reifen sind abgefahren. Um diese 5 Runden bei ungewissen Wetterbedingungen zu meistern.
Und rein da. Okay, immer noch Erster, naja, easy, oder? Oh, jetzt wird es langsam dunkel, schön. Die nächste Kurve musst du Full Speed nehmen. Gib Gas. Oh Gott. Strategisch. Fahr an die Box, wenn die Bodenhaftung nachlässt. Schone dein Fahrzeug. So, zwei Runden noch. Jetzt geht's wieder rein. Nur noch zwei Runden. Okay, wir haben 30 Sekunden Vorsprung. Wir können uns also auf ganz easy einen Boxenstopp leisten. Das ist natürlich äußerst erfreulich. Es wird dunkel. Lass dich von den Scheinwerfern nicht irritieren. Oh ja, warum so übermotiviert, Mann? Weiß nicht, ob das jetzt unbedingt schneller war, oder? What do we do to love? When everything's said and done.
Schön. Dann müsste es jetzt nur noch ein Event geben. Tatsächlich. Alpha Grand Finale. Oh, jetzt mit dem Red Bull RB18, den ich ja dann auch geschenkt bekomme. Dann haben wir ja schon 4 Formulas in unserer Garage zu stehen. Na Mensch, haben wir mal was. Ein bisschen Auswahl für die Grand Races. Der sieht auch schick aus. Hat so ein bisschen die Saison durchdominiert. 2022. Nur damit sie dann 2023 mit einem noch OP-eren Auto zurückkommen. Ja, muss man einfach sagen. Guten Job gemacht, ne? Ich hoffe zwar, dass die anderen Teams wieder ein bisschen besser jetzt abliefern 2024. Weil ein bisschen langweilig ist es ja schon. Und Verstappen ist jetzt auch nicht gerade mein Lieblingsfahrer, muss ich auch dazu sagen. Aber man kann natürlich die Leistung nicht schlecht sprechen, die sowohl er als auch das Team geleistet haben, ne? Und entsprechend, ja. Komm, Bauer jetzt hier, hm? Ja, aber natürlich nehmen wir mal mit, dass man den Wagen jetzt hier auch kriegt, dann, ne? Der Red Bull ist top. Der RB18 ist das neueste Modell mit aggressiver Aerodynamik und einem starken Honda-Motor. Wie geschaffen für die Ziellinie. Ja. Ja, auf jeden Fall müssen wir das machen. Bisschen nice Drifterinos hier mal.
ist unglaublich. Die allerletzte Runde des Wettbewerbs. Eine Runde und wenige Minuten und alles verändern können. Nicht wirklich. Der Sieger steht, denke ich, schon lange fest. Das weißen wir doch mittlerweile schon, Jeff. Kurve genommen. Jawohl, meiner. War doch gut geregelt, würde ich sagen. Hey, der hat meine Nummer geklaut. Was soll das denn? Machen wir mal, ne? Glückwunsch, du hast so manche Kurve genommen. Und darum geht es bei Motorsports. Dein Preis wartet am Eingangstor auf dich. Aber schön langsam, er hat keine Straßenzulassung. Schade auch. So, die nächste Playlist wäre dann hier eine von Hoonigan. Sonst hätten wir auch hier Under Pressure, da kriegen wir eine Long Range Edition. Okay.
Okay, nee, ja, komm, machen wir doch einfach mal hier. Ja, geil. Machen wir erstmal die. Aber das wird natürlich alles in der nächsten Folge dann passieren. Oder wer weiß wann. Vielleicht gehen wir auch mal in den Online-Modus drin. Was haben wir hier? Natürlich gleich noch 90er-Teile. Boah, hä? So viele? Okay, das kriegt mein 17er. Ja, okay, der ist auf 99. Geil. Dann soll der doch aber bitte erstmal... Das ist ja, nein, der nicht. Der da. So, dann bitte erstmal die... Ja. Damit endet die Folge. Nächste Folge geht's dann weiter. Schauen wir mal, was wir dann machen. Danke euch wieder fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut und ciao.